Immer schon auf die Leben achten, aber ansonsten... Eigentlich... Abhauen! Hab ich's geklappt? Hab ich's geschafft? Hat's geklappt? Ja, die gehen ja noch vom Level. Oh, da kommen neue Gegner. Es kommen immer neue. Aber da hinten ist es! Der Bahnhof! Da muss ich nichts mehr aus... keine Chimärenflüge benutzen dafür. Das wäre so ein riesiger Vorteil. Die Chimärenflüge sind selten. Die sollten nicht einfach nur so verdrasseln, wie wir wollen. Außerdem, so stark sind die nicht. Die sind ungefähr auf unserem Level. Und das geht ja noch. Sag ich mal. Wir spawnen hier überall die ganze Zeit. Und hier ist noch ein Schatz. Okay, Spiel. Immer weiter rennen. Wir sind fast da. Einfach schnell zum Elevator. Schnell zum Elevator. Hier ist noch ein Schatz. What the hell? Egal, ignorieren, ignorieren, ignorieren. Das ist einfach gar nichts. Okay, wir tun einfach so, als wäre da gar nichts. Nichts Seltenes zumindest. Jetzt schnell hoch. Du kannst... Was? Wieso? Hab ich dir noch nicht... Das nicht im Kampf tun? Welcher Kampf, Bro? Hier ist kein Kampf. Hä? Okay, warum dachte ich, Spiel wäre noch im Kampf? Ach, keine Ahnung. Oh, Gott sei Dank, wir haben es doch rausgeschafft. Und 2 von 7 von diesen Drachen... Steinen, glaube ich, heißen die, sind in unserem Besitz. Wo der dritte ist, können wir theoretisch schon angehen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber hier sieht man auch zum Beispiel den Hitzegrad, da müssen wir auch noch hin. Wir sind noch hier und da einige Orte, wo wir noch was sammeln müssen. Also ich weiß nicht, ob wir schon sofort weitermachen. Wir schauen erstmal, wie es denn jetzt mit den Schätzen aussieht. Ein neues Level up, neuen Stufenaufstieg für unser Team. Generell. Oh, hallo. Statue von Mina. Hallo Mina, 1,2 Mille. Die Statue einer wortkargen Tänzerin, die mit ihrer Schwester durch die Welt reiste. Sieht aus wie eine Schnecke. Ausdauersamen, okay. Das ist 600k. Fast 700. Ein spezieller Samen, der angeblich die Widerstandskraft steigert, wenn man ihn verzehrt. Okay. Oh, das sieht cool aus, der Hut. Schädelhelm! So, bei 600k ein verhexter Helm, der angeblich einst das Haupt eines despotischen Dämonenherrschers zierte. Und ein Spitzhut! Und ein Spitzkopf! 30k, eine Kopfbedeckung für alle, die ausgefallene Hüte spitze finden. Was ist das denn für ein cooler Schild? Drachenschild, oha! Sick! Was, so viel? 4 Millionen, im März das! Ein Schild, der aus den Schuppen und Hörnern eines furchteinflößenden Drachen gefertigt wurde. Etwa der Drache, der hier zerteilt wurde, die zwei? Nein, wahrscheinlich nicht. Statue eines Taschenspielers. Ein Modell eines Monsters in der Fernwelt. Fast 100k. Boah, eine Agaim-Probe. Probe der Ruhe. Ist das so Agaim? Auf jeden Fall Zelda, ihr wisst schon, was ich meine. 1,3 Millionen, eine Robe, die ihren Träger beschützt, wenn er es am wenigsten erwartet. Okay. Weird und interesting irgendwie. Und boah, plus 50%. Hohoho, 13 Millionen. Oh, wie er schmeckt. Und wir haben noch einen besonderen Schatz mitgenommen. Und zwar die Zitrinkralle. Ziemlich ikonisch. Die sieht aber auch richtig cool aus. Ich mag diese Form. Wie so Flügel und dann so ein Körper. Sieht cool aus. Ja. 10 Millionen, aber durch einen Rangvorteil sogar 12. Ein seltsamer, wie eine Kralle geformter Stein. Er scheint vom starken Willen dafür zu sein, Gegner zu zerteilen. Was? Okay, ein bisschen gruselig. Und jemand hat heimlich die Spielerschätze poliert. Danke, Mann. Jerry, du kriegst eine Gehaltserhöhung. Schön. Was? Das hat nicht gereicht? Okay, dann sind wir wahrscheinlich knapp dran. Ah ja, genau. Wir haben ja jetzt... hier, Mission. Wir haben ja jetzt was Neues, Wichtiges. Hier, der Lapis-Schwanz. Das ist das Nächste. Als aktuelles Ziel setzen. Okay. Und hier wird gesagt, ein Hinweis wurde im Gewirr gefunden. Lapis-Schwanz schlummert still unter dem glitzernden Schnee einer Bergspitze. So. Wir sollen zum Winterteil und aufspüren.
wäre jetzt in der Story, wie es weitergehen würde. Was wir aber in den Teammissionen noch machen müssen, ist eine einzige Sache und die würde ich ehrlich gesagt nochmal davor ziehen. Und zwar müssen wir Heinstein finden. Er müsste sich in den Kragenweiten aufhalten. Eventuell machen wir das stattdessen dann zuerst. Achso, ja, die Tätigkeit muss ich immer so abschließen, okay. Monument. Was ist das denn? Grauschwingengipfel. Ist das nicht sogar der Ort, wo wir jetzt hingehen? Keine Ahnung. Das muss er auch noch machen. Das haben wir doch schon. Das Monument, Achso, das ist. Achso, okay. Und hier haben wir noch zwei. Von Katzbalger. Ah! So kalte Schulter auf dem Hitzegrad sollen wir hin. Okay, und 10 Ballons passen lassen. Habe ich noch nicht geschafft. Schade eigentlich. Ich werde da aber auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Werde drauf zurückkommen. Und jetzt will ich aber erstmal kurz schauen, ob wir jemanden rekrutieren können. Vielleicht jemand Starkes. Ich weiß ja nicht, gegen wie viele Gegner wir gekämpft haben, aber bestimmt waren auch ziemlich starke dabei. Und eventuell auch welche, die ziemlich cool sind oder ziemlich nützlich oder hilfreich oder was weiß ich. Was sagt der denn da? Super. Neue Bewerber. Reißer und Frosty. Aha. Hab Milch bekommen. Oh, Phantomas. Geiler Name. Oh, schade, guck mal, die können wir alle nicht reintun. Höchstens, ja, höchstens Reißer. Fühle ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so doll. Geht so. Geht so. Bin nicht überzeugt im Moment. Na gut. Dann muss ich mir jetzt überlegen, wo wir abhauen. Ich würde vorschlagen, Hitzegrad. Weil da wollte ich sowieso noch jetzt länger mal hin. Are you making progress? Weiß ich nicht, wohin. Very good. Hier noch ein paar Items geschenkt. Fledermausflügel. Danke, Mann. Was auch immer ich damit haben, machen will. Und ein bisschen feines Fleisch. Ja. Where could the Dragonstones be? Ah, wohl, im Hitzegrad ist gerade gar nichts los. Weil ich habe vielleicht ein bisschen Verschwendung dahin zu gehen. Wir können auch nach Heinstein jetzt suchen, hier in Kragenweiten. Ich glaube, das macht jetzt am meisten Sinn. Dann haben wir die Quest zumindest schon mal erledigt. Ja, machen wir das. Machen wir, suchen wir Heinstein und gucken, was er von uns möchte, damit er bei uns beitretet. Dann haben wir nämlich Cecilis Aufgaben alle gelöst. Und ja, somit unser komplettes Team aufgebaut eigentlich. Da müsste man eigentlich nur noch jeden einzelnen Bahnhof noch finden und das war's dann. Dann hat man alles. Das Team geschafft. Ernsthaft, erst hier. Muss ich zurückfahren? Ja, muss nicht unbedingt. Eigentlich nicht. Ich glaube, es geht auch so fit. Wenn ich so ein bisschen dahin latsche. So weit ist der Weg jetzt, schätze ich mal, auch nicht. Kollege, was geht ab? Reden? Hallo, ich bin Herr Richter. Ich habe ein echtes Händchen für Maschinen, nur dass du es weißt. Früher war ich sogar als Mechaniker bei der Eisenbahn angestellt. Ich habe mir mein Fachwissen schließlich nicht aus den Fingern gesaugt. Die Arbeit war ja ganz spaßig, aber ich wollte schon immer kaputte Roboter reparieren. Ja, Eric erinnert sich an den beschädigten mechanischen Molchlein der vergessenen Fabrik auf dem Schnauzberg. Er fragt sich, ob er immer noch dort ist und nimmt sich vor, nachzusehen, wenn er wieder in der Gegend ist. Oh, wir haben eine neue Quest bekommen. Neuen Gegner. Können wir den ersten Gegner nochmal kämpfen, theoretisch? Interessant. Warte, wird das mir angezeigt? Ja, da hinten. Was ist denn das andere, was mir angezeigt wird? Hier vorne. Was ist das denn hier? Ah, hier ist ein Bahnhof. Nasenspitze. Ja, das können wir auch mal gleich machen. Safe. Ehrlich gesagt, wir haben ja gerade jemanden, der fliegen kann bei uns. Da würde es sich lohnen, diesen Weg jetzt zu nehmen. Und vor allem, ist das ein Ballon? Sagt nicht, hier gibt es auch Ballons. Ja, scheinbar schon, oder? Okay, das ist verrückt. Hier sind ja überall Höhleneingänge. Ich habe mir diesen Ort wirklich nicht super doll angeschaut. Wir waren hier. Hier ist auch ein riesiges Gebiet, wo wir auf jeden Fall nochmal hin müssen. Aber wirklich, ich habe hier am wenigsten mich umgeschaut. Warum auch immer.
Wahrscheinlich, weil ich so viele Schätze hatte und weg wollte und... Warte, was ist denn Schatz? Wo denn? Da hinten. Ja, apropos Schätze. Da haben wir wieder einen. Aber ehrlich, mich kotzt das an, dass man von einem Rivalenteam gejagt wird. Ich fühle das überhaupt nicht. Ich weiß nicht, das nimmt den Flow vom Spiel einfach weg. Lass mich doch meine Schätze haben und... Keine Ahnung, vielleicht sehe mich dann Monster eher, aber dann so ein böses Team, was dann hinter mir her ist, hinzuschicken, fühle ich einfach nicht, weiß ich nicht. Hätte man auch anders machen können. Okay, ich muss jetzt natürlich hier richtig timen. Ich glaube, der geht nach links jetzt. Ich will's haben! Ich will's haben! Schatz, 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 Schatz! Sieht aber echt cool aus hier, vor allem der riesen Kaktus da hinten. Ja, das hat schon was. Yes. Sieht aus wie ein viereckiger Blumentopf. Keine Ahnung. You got this, man. Okay, wir sind noch knapp 100 Meter entfernt. Ich sehe es schon auf der Map. Wir müssen... ja, eigentlich Abkürzung gefunden haben. Und schau mal, das ist einer der Steine. Ich glaube, sind wir hier zu früh dran? Alte Runen wurden in das Monument eingemeißelt, aber Eric wird nicht schlau aussehen. Aber ich kann's lesen. Madra nahm ihre eigene Seele und gewährte allen Geschöpfen Drakoniens, sowie all jenen, die das Herz eines Drachen besitzen, die Gabe, die Präsenz von Schätzen zu spüren. Darum können Drakoniens Bewohner die Erhabenheit eines Schatzes wahrnehmen, wenn sie in seiner Nähe sind. Hä? Das heißt... Eric und Midas sind auch Einwohner von Drakonien? Also so offiziell mäßig? Das ist irgendwie seltsam. Wie soll ich das genau verstehen? Ha. Interessant. Geht hier durch? Super, toll. Was will ich denn hier? Warum ist hier so einfach so nix? Ach, weil ich hier fliegen soll. Aha, hier kann man noch weiter fliegen. Hä, wo komme ich denn jetzt hin? Schau mal da unten. Das sind Ballons. Muss man in jedem Gebiet 10 Ballons platzen lassen? Kann das sein? Oh, hier ist auch noch ein Schatz und alles. Warte. Holen wir mal den Schatz. Wenn wir gerade hier sind und hier sind scheinbar auch keine Gegner, machen wir das eben. Job, Feisenjob, Feisenjob. Medaille wahrscheinlich, oder? Nee, ein leckerer Lebreis. Lebreis? Lebreis? Lebri? Stellt allmählich eine große Menge LP wieder her. Ein Lieblingsessen von Monstern wieder ruhelosen Rüstung. Ja, die ganzen Essen würde ich eigentlich erstmal behalten. Zu lange horten, bis sie schlecht werden. Was weiß ich. War jetzt erstmal wieder zu voll. Da oben noch was? Bestimmt ist da oben noch was. Warum sonst sollte man hier hin können? Warum sonst sollte es hier existieren? Warum ist es so verpixelt? Hilfe! Ich spiele doch nicht auf der Switch! Hier ist irgendwo ein Schatz. Über mir. Ja, hier oben ist ein Schatz. Hab's mir schon gedacht. Ah, hier geht's auch nach oben. Also gehen wir einfach nach oben. Das können wir auch machen. Sind das ja eigentlich Rippen? Oh, eine Flasche. Hier, sind das hier Rippen? Könnte vielleicht sein. I don't know. Ich weiß nur, dass wir jetzt hier hochsteigen werden. Ja, wir entfernen uns ein wenig von unserem Zielpunkt. Das macht ja nichts. Wir erkunden ein bisschen, die Map ausfüllen. Schadet auf keinen Fall. Eigentlich ja sogar wünschenswert. Damit man so das Gefühl hat, man war überall, man hat alles gesehen vom Spiel. Und hier ist noch ein Schatz. Wo denn? Okay, einfach weiter hoch, einfach weitergehen. Ich Idiot. Und hier sind Gegner. Ein paar Umbras. Umbra, Umbra. Bam, verschwinde, blödes Umbra. Da Schatten. Aber coole Farbe für Schatten. Hey, geht's noch? Wie daneben. Was willst du mir damit sagen, daneben, hä? Dachte ich mir schon.
Ja, Schatz gefunden. Where is that? Neben ein paar Kakteen. Okay. Wollen wir gegen die noch kämpfen? Ich wollte eigentlich nochmal gucken, was es hier gibt. Hier gibt es scheinbar noch ein bisschen was zum Einsammeln. Kann man wieder runterfallen, wenn man Lust drauf hat, wenn man darauf Bock hat. Wenn drauf steht. Du bist doch ein böser Gegner, den ich jetzt mal angreifen werde. Ah, hab mich eingeödert. Ja, aber ey, Zanibal kann die Attacke auch. Das ist eigentlich voll klug, dass wir die dabei haben. Ich finde das Einschlafen in diesem Spiel ist wirklich ziemlich nützlich. Weil man schläft für eine wirklich lange Zeit, so 10 Sekunden gefühlt. Und in diesem Spiel sind 10 Sekunden Leben oder Tod, finde ich. Das macht schon einiges aus. Und das ist eine Wüstenrüstung. Uiuiui. Verbrannte Erde, eine Scholle aus wasserarmem Wüstenboden. Für Kugeln. Mhm. Und die sind Schatz. 150 Meter. Wo sind wir hier? Ich bin einen komplett anderen Weg jetzt gegangen, aber egal. Egal, ich finde, das ist auch so ein Appeal von dem Spiel, dass man sich so wirklich umschauen kann und überall was finden kann. Das sieht aus wie eine Mischung aus einer Jalapeno und einem Schwert. Was zur Hölle? Oder? Ich finde schon. Komm, hoch da. Ah, ja, ja, ja. Wir sind jetzt ganz oben an der Spitze, ne? Ja, ungefähr. Nein, wir gehen hier lang. Und ja, das sind Rippen, weil der Ort heißt auch Rippenwall. Also, yes. Auch da unten, oh nein. Von den Gegner. Hab ich gesehen. Schnell ausgraben, bevor mich angreift. Und greift ihn an, ja, greift ihn an. Oh, wie episch. Tada. Wow. What a eine Schleife. Ja, yeah, von hinten, Angriff! Bam! Ah, Alter, wie viel Schaden macht der? Oh, boy! Rossell! Rossell, du musst hier! Das Vieh braucht Schaden! Schön! Ja, Jenny Happy in the Glass! What a beautiful place, man! Ja, da oben ist bestimmt. Ich will diesen blöden Ballon jetzt abschießen, Mann. Okay, ich habe das starke Gefühl, dass meine Geschosse, wenn sie in nichts geworfen werden, einfach despawnen. Oder sowas in der Art. Oh! Never mind, man sieht's nur nicht. Jetzt habe ich's mal getroffen. Was ist, wenn man die alle trifft, obwohl man die Mission noch gar nicht hat? Schimmernde Rüstung! Oh, der sieht voll cool aus! Oh, den will ich haben! Bam! Oh, das macht Schaden. Das macht schön Schaden. Na komm, wie sieh mich an. Wie sieh mich an, Kollege! Haha! Wenn man parried, nur gesehen, gibt man weniger Schaden oder gar keinen sogar. Wenn man es richtig macht. Aber den im Team zu haben, besser als Rassel. Auf jeden Fall. Auch weil ich mir für Rassel so viel Mühe gemacht habe, dass der jetzt so, dass sie jetzt so gelevelt ist. Ich finde es auch cool, wie sie so rumtanzen, ne? Wirklich so wie so ein Ritterkampf. I like it. Oh, der ist gestunt. Bam! Yes, gebändigt! Was, der hat einen Schatz? Die schimmernden Rüstungen lassen Schätze fallen? Okay, das ist cool. Und hey, Kollege! Ich hab eine Überraschung für dich! Nein! Du musst den Kampf gewinnen, du musst den Kampf gewinnen! Und ich muss helfen. Steine, Steine, Steine. Oh, ich rette schnell, ich rette schnell. Oh, auch gebändigt. Oha. Oha. Das war was. Aber das macht das Spiel auch spannender. Finde ich. Okay, wir sind nur noch 100 Meter entfernt. Yep. Jip, jip. Aber jip, jip. Noch ein Schatz, ey. Nein, nein, nicht wirklich. Ich freue mich. Ich freue mich über Schätze. Genau. Wo ist denn der Schatz? Also, hier ist ein Schatz, aber den meint ihr nicht. Nehme ich trotzdem mal mit. Schmackhaft Schwungspaghetti. Erhöht das Geschick enorm und stellt allmählich eine große Menge LP her.
Lieblingsessen von Todeskönig. Hatten wir nicht sogar einen zum Rekrutieren? Ich meine, das Essen sah jetzt auch besonders aus. Das könnte sein, ne? Wo ist das Treasure? Where could that be? Huh? Hey, it's close. Hier in der Richtung, sagst du? Wo denn? Stürmische Sande. Noch sind wir in der Nähe. Jetzt sind wir ganz in der Nähe. Das ist alles so windig. Irgendwie so Sand in den Augen schon. Aua. Okay, irgendwo am Boden bei Steinen. Hier sind Steine. Könnte also sehr gut hier sein. Bin ich bei einem Gegner vorbeigelaufen? Oh ja, bin ich. Harte Hand. Ja, okay, er ist metallisch, ne? Das ist aber wirklich eine harte Hand, du. Alter, hey, der gibt mir eine Beast-Lab. Was soll das? Hey, hey, oh, das ist ein Sendergegner. Deshalb. Hey. Oh mein Gott, Dünnenpirscher. Der ist noch ein bisschen zu stark für uns. Ist er weg? Verdammt. Verdammt, der ist abgehauen. Irgendwann werde ich schon stark genug sein, die eisernen Gegner schnell zu besiegen. Ich meine, einen eisernen Schleim haben wir schon mal besiegt. Interessant, dass es auch keine goldenen Gegner gibt, nur so eiserne, so metallische. Weiß nicht, was das bedeuten soll. Das ist aus wie ein Elefantenrüssel. Nein, schade. Hätte ja sein können. Okay, Freunde. Unser Abenteuer geht noch in viele lustige und spannende Richtungen. Und deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Aber noch ist nicht vorbei. Ich sag das nur jetzt schon mal, damit ihr es im Kopf habt. Und wir sind angekommen an unserem Ziel, wo wir heute hin wollten. Zu Stein. Und wenn ihr nämlich jetzt nicht mit, kann ich nicht. I'm sorry, Mann, aber ich habe keine Maske. Aber ihr könnt doch nicht mit. Also, du chillst hier bei der Base. Du bist es. Kennen wir den? Doch, den kennen wir. Den haben wir schon mal angesprochen, glaube ich, meine ich. Doch, ich meine schon. Hallo. Wüste hat ihren Namen verdient. Karg verlassen. Keine guten Waren für Geschäft. Aber ich nicht aufgeben. Erst Waren finden, dann Ort für Geschäft finden. Und wer bist du? Auf Reisen vielleicht? Ich Händler. Verkaufe Leuten Dinge. Aber hab gar keine Waren. Aber wollen Sie was anderes? Ich will, dass du bei uns einen Laden aufmachst. Heinstein soll einen Laden aufmachen. Hast du guten Standort für mich? Auf der Insel von Team Drachenbande, sagst du? Dort kann ich Laden aufmachen. Aber ich gerade nicht bereit, Laden aufzumachen. Ich auf Suche. Suche nach Feuerstein. Nicht Flint Feuerstein, sondern den Stein selber. Brauche nur ein Stück. Du könntest den Feuerstein finden auf Drachenschädel oder Hitzegrad. Vielleicht du kannst helfen? Du für mich finden, dann kann ich Laden aufmachen. Hab ich das nicht? Oh, du hast du? Gibst du mir ihn? Wann habe ich denn Feuerstein gefunden? Egal, perfekt. Nimm ihn. Danke, darauf ich lange gewartet. Hein wird Laden für dich aufmachen. Wie vereinbart. Werde zur Insel von Team Drachenbande gehen. Bis dahin. Jo, Mann. Bis dahin. Und wir being targeted schon wieder. Man kann wirklich keine 20 Minuten in einem Level bleiben. Da kommt schon direkt dieser Müll. Ehrlich. Ja, okay, also der Bahnhof in der Richtung ist halt näher dran jetzt. Deshalb würde ich vorschlagen... Oh, die Musik ist so geil hier. Würde ich vorschlagen, renne ich da jetzt eben schnell hin. Und wenn da Gegner auf dem Weg sind, besiege ich die halt. Ansonsten... Ja. Bis gleich, Freunde. Oh, Mann. Nervig. Ey, das tut mir so leid, ne? Ich würde vergessen, dass ich die Folgen hier noch länger mache als normalerweise. Warum habe ich vorhin schon irgendwas gelabert mit Folgen vorbei? Gar nichts! Hier ist eine längere Folge, es geht auch weiter! Yay? Schätze ich? Aber trotzdem, wir sind nochmal zurückgekehrt, weil wir sowieso volles Repertoire haben und Zauberwasser haben wir gefunden. Für 50k, eine Fiole mit Wasser, das die magischen Kräfte regeneriert, wenn man es trinkt. Eine goldene Jalapeno! Oder auch ein Flinkheitssamen. Okay. So, war 1 Million. Ein spezieller Samen, der angeblich die Sinne schärft und die Reflexe verbessert, wenn man ihn verzehrt. Eine Fliege. Oh ja. Ein traditioneller Kragenschmuck für staatstragende und staubtrockene Anlässe aller Art. Was ist das denn?
Kristallner Topfdeckel. Aha. Was ist denn so viel wert? Ist das echt im Kristall oder was? 1,5 Millionen. Ein einfaches Küchenutensil mit einem zusätzlichen Griff, das einen ganz passablen Schutzschild abgibt. Nachgebildet aus Kristallglas. Okay. Hey, einen hübschen Lederrock. Für fast 100k. Ein knielanger Lederrock aus dem Fell einer blutrünstigen Bestie. Ich finde es wirklich schade, dass man hier manche Sachen nicht anziehen kann. Du siehst jetzt so viele Klamotten, so viele Rüstungen, aber du kannst nichts davon benutzen. Warum auch immer. Komisch. Spezialarznei. Und ja, es ist wirklich einfach so ein viereckiger Topf mit der Pflanze drin. Fast 60k. Ein Behälter mit hochwertiger Medizin, die viel besser wirkt als normale Heilkräuter. Und ikonische Waluigi-Schuhe. Oh yeah. Dann. Mit so einem Sonnenlogo oder was auch immer das da vorne ist. Erhebende Schuhe, ja, das auf jeden Fall. Was? Sorry, dass ich so laut bin, aber 7,6 Millionen. Ein paar spitze Schuhe, die es Abenteuern erlauben, beim bloßen Gehen Erfahrung zu sammeln. What? In welchem Spiel ist das denn bitte so? Das ist ja crazy. Die müssen wir ausstellen. Ich meine, diese makellosen Schuhe. Auf jeden Fall. Und wir haben natürlich... dass jemand geputzt hat, noch einen Polierbonus bekommen. Schön. Reicht das jetzt nochmal? Ja, jetzt reicht das endlich. Let's go, Freunde! Ein Upgrade, finally! Yippie! Statt Rang 7 Expertenjäger sind wir jetzt Rang 8 berühmte Jäger. Jeder hier kennt uns, deshalb werden wir so oft gejagt. Okay. Boah, die Ziele werden immer größer. 60k. 60 Millionen meine ich. Wir sind jetzt bei 104 Millionen, brauchen ungefähr noch die Anzahl. Boah! Ja, wir sind mittlerweile ziemlich reich geworden. Und dabei habe ich nicht mehr so viele Schätze gesammelt. Es geht voll. Wir haben wenig Schätze, aber die sind teure Schätze. Das Team Drachenbande ist jetzt ein vergoldetes Team. Oh, Dankeschön. Hallo Eric, das Team Drachenbande wird ja von Tag zu Tag größer. Gut gemacht. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe eine Nachricht vom Vorarbeiter an dich. Wie du weißt, ist er unten im Gewirr schwer damit beschäftigt zu graben. Und, naja, er meinte, er hätte eine Treppe gefunden, die noch weiter nach unten führt. Du solltest hingehen und dir das näher ansehen. Und zwar schleunigst. Meinetwegen. Wir können es wahrscheinlich noch nicht machen, weil die Gegner da zu stark sind, aber egal. Schauen wir mal. Aber wir müssen. Okay. Müssen da wirklich hin jetzt? Ja, okay, eine Ebene halt runter. Offenbar haben wir eine weitere Ebene gefunden. Wie weit das wohl noch runter geht? Ich wette, dass da unten jede Menge Schätze sind. Schauen wir uns das mal an. Okay, Zugang zur dritten Ebene des Gewürs. Wow. Na, sieh mal an, wenn das nicht eine Schatztruhe ist. Ja, okay, dafür hat es gelohnt, hier runterzukommen. Grund. Noch eine Tafel. Also was steht denn da? Ernsthaft? Wir kriegen schon die Info für den vierten Stein, den nächsten? Suche die Smaragdschwinge auf einem düsteren Berg, der von Nebel umhüllt ist. Du findest sie in den Händen eines geisterhaften Geistlichen, der dort haust. Keine Ahnung, wo das sein soll. Es ist die Rede von der Smaragdschwinge, aber hier steht auch komisches Zeug über Berge und einen geisterhaften Geistlichen. Was das wohl zu bedeuten hat? Sieht aus, als hätten wir einiges zu erkunden. Der düstere Teil hörte sich wichtig an. Der Grauschwingengipfel im Schwingenmoor ist ziemlich düster. Fangen wir dort mit der Suche an. Schwingenmoor, da müssen wir auch noch zurück. Oh Mann. Tafel des Schwingensammlers. Okay. Ja, okay. Der Titel der Tafel sagt schon alles. Okay. Der Flug des gefallenen Priesters. Ich habe Flug gelesen, aber ein Flug. Nein. Wir sind erst beim dritten dran, nicht schon den nächste machen, nicht schon das vierte. Eins hat dem anderen, Freunde. Ich glaube, ich bin einfach zu krass für das Spiel. Was ist das da drüben für ein Ding? Sieht wie eine Art Spiegel aus. Schauen wir es uns genauer an. Ein Spiegel? Och nee, wir sind gerade unter Angriff. Okay, ich darf nichts anderes machen, ich darf nicht mal abhauen. Ich muss jetzt den Spiegel anschauen.
Okay, hau kurz ab, Musik. Eine Story. Ist das ein Spiegel? Ja. Wie so ein Auge irgendwie. Ne, rechts die Wimper? Bäh, ganz schön dreckig. Ich kann nichts darin erkennen. Miau. Warte mal, können wir da vielleicht durchspringen, wenn wir alles haben? Es scheint nichts Besonderes an sich zu haben. Was der wohl hier unten macht? Come on. Das ist einfach nur ein alter Spiegel, der schon bessere Zeiten erlebt hat. Gehen wir einfach weiter. Right. Ja, das wäre wahrscheinlich am besten. Really? Ihr seht nicht, wie er so schön am Leuchten ist und... Jetzt ist nicht der richtige Moment. Aber wenn du einmal wirklich nicht mehr weiter weißt, dann kehre her zurück. Hä? Huh? Hast du das gerade gehört, Eric? Ja. Okay. Okay, gut. Also habe ich mir das nicht eingebildet. Na los, ihr beiden. Trödelt nicht rum. Also ist der Spiegel nur eine Hilfe? Watch out. They're here for our treasure. Ziemlich spät. Was haben wir denn hier? Wir sind nicht ganz unten angekommen, da bin ich mir sicher. Einmal in die Hände spucken. Ja, ich würd das der Hand nicht empfehlen, aber okay. Da oben geht also nochmal weiter. Für den Irrspiegel. Ich will nur ganz kurz gucken, was es hier noch in dem Raum gibt. Hier sind nämlich noch Schätze. Multiheilungskugelformel. Was immer es macht. Und. Wie viel Sanguinit ist das? 4? Oder 1? 3. Okay, na gut. Und das hier ist empfohlene Stufe 30. Also das werden wir noch nicht nächste Folge machen, aber bald auf jeden Fall. Und jetzt müssen wir ganz schnell zum Bahnhofsplatz abhauen, weil jetzt gerade alles unter Angriff ist. Das ist gar nicht gut. Nicht runterschauen. Was auch, wo du hintrittst. Ey, die spielen nur Händchen, die beiden. Wir werden gerade angegriffen. Ich meine, okay. Wenn ich so flexen würde und überall Geld rumlassen würde, ich glaube, da brauche ich mich dann auch nicht wundern, dass mich Leute angreifen. Die fliegenden Freibeuter. Angriff. Natürlich wehren wir uns. Warum sollten wir uns nicht wehren? Warum sind die so hohem Level? Damn it. Egal, trotzdem Angriff. Ja, guter Angriff. Das war richtig stark. Die strong. Oh, Wambelinda. Ah, ich muss ehrlich sagen, Wambelinda ist zwar nice und so, aber... Sie ist mittlerweile zu schwach für unser Team. Ja, seht ihr? Schon tot. Ja, nimm den Heal, nimm den Heal, nimm den Heal. Nimm allen Heal, die dich... Ich hab nicht mehr, ne? Lass Wambelinda einfach liegen. Ich kann mich gar nicht um sie kümmern. Warum sind die so stark? Okay, es läuft aber ganz gut, es läuft ganz gut. Er ignoriert mich komplett. Der Idiot. Komm her, Mann! Greif mich an! Mach irgendwas! Er fällt sogar um. Tot. Von hinten abgestochen. Kann man so Backstabs machen irgendwie? Warte, ich rette kurz mal Blinder. Hey, 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 hey! Okay, sorry, Mann! Rette ich sie halt nicht. Idiot. Sehr gut. Oh, was? Da lebt noch einer. Da leben noch mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er muss beseitigt werden. Aber ich werde auch beseitigt. Nein. Oh, das läuft nicht so gut. Nein. Nein. Nein, ich habe nichts mehr. Nur noch standardmäßige, normale Steine. Also Angriff! Oh, schön, 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 schön! Nein, er ist tot! Oh, nein! Er muss ganz schnell sterben. Er ist der Wichtigste. Er ist der Wichtigste. Nein! Nein, ich hab mich gespeichert! Ich hab mich gespeichert! Was? Ey, von hinten versohlt. For now. Nein. Der Schatz wurde geplündert. Brich auf, um deinen Schatz zurückzuerobern? Good to know. Gib das zurück. Wenn ein Rivalenteam deine Basis angreift und dich besiegt,
reißt sich einen deiner kostbaren Spielerschätze unter den Nagel. Um ihn dir zurückzuholen, musst du auf der Karte oder in der Liste der Mission nachsehen, wohin er gebracht wurde. Findest du das Rivalenteam und forderst es im Kampf heraus, ziehst du seinen Banner aus dem Boden, dann händigt es dir deine Diebesbeute aus. Ah, das haben wir schon mal gemacht. Dammit. Team stärken. Das ist hier der falsche Tab. Warte mal. Rückeroberung. Die sind im Hitzegrad. Ja, also ein weiterer Grund zum Hitzegrad zurückzukehren. Vor allem in der nächsten Folge. Boah, das ärgert mich aber wirklich gerade. Oh, fancy. Hallöchen. Lass mal das letzte Ding hinzufügen. Ah ja, zufällig habe ich vor kurzem von Herrn Stein gehört. Gut, dass du ihn aufgespürt hast. Herr Stein hat ja früher einen Kiosk betrieben, musst du wissen. Das ist aber nun schon ein paar Jahre her. Wie dem auch sei, er sagte im Moment hier... Ah, das müsste er sein. Hallo, ich hier, um Laden aufzumachen. Wie vereinbart? Ah, Herr Stein, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wenn ihr bitte einen Moment warten würdet. Wunderbar, wie mir scheint, sind eure Geschäftsräume schon fertig und beziehbar. Ihr könnt euren Laden öffnen, wann ihr möchtet. Danke, Insel ist guter Standort. Geschäft wird boomen. Einsteins Handelszentrum ist nun offen. Yippie. Ich finde das eigentlich eine coole Idee. Dass man das erstmal so alles öffnen muss. Aber ich finde, dann hätte man von Anfang an die Mission bekommen sollen. Nicht erst, nachdem man eins gesammelt hat für den Stein. Oder wann auch immer das war. Vielleicht hätte man früher bekommen müssen. Okay. Schauen wir mal, was er so anzubieten hat. Seit wir die neuen Geschäfte in der Basis haben, ist sie ein viel lebendiger Ort geworden. Und Team Drachenbande wird auch immer größer, wie ich sehe. Mir scheint, hier tummeln sich mehr Monster als jemals zuvor. Bestimmt dauert es nicht mehr lange, bis im Wohnheim keine Betten mehr frei sind. Also habe ich mir überlegt, dass wir eines der eingestürzten Gebäude auf dem Platz herrichten könnten. Als neues Wohnheim. Natürlich liegt es ganz bei dir. Aber wenn du dich dazu entschließt, dann wähle einfach nur eine Richtung zufügen aus. Und ich werde dir helfen, so gut ich kann. Wie jetzt? Noch etwas Neues? Best of luck. Sammle Materialien. Schwermetall. Keine Ahnung, wo ich das finde. Ein Arbeiterwohnheim. Und was ist das hier? Stell ein Monster vor, das beim Bau helfen soll. Ein Gletschergolem? Wo finde ich den denn? Na, okay, Gletscher hört sich an wie Eis, ne? Eisgebiet wahrscheinlich. Ja, steht auch. Wird sich ins Winterteil begeben müssen. Hier steht nur Brocken Schwermetall. Ich weiß nicht, wo ich das herbekommen soll. Bisschen blöd. Aber das Handelszentrum haben wir jetzt. Was hast du denn so Schönes? Ah, der verkauft alles, was man finden kann. Nee, das finde ich eine geile Idee. Ich habe mich schon gewundert, was er eigentlich hier alles hier anbieten möchte. Aber doch, das ist klug. Das ist klug von dem Kollegen hier. So, die Frage, was brauche ich denn? Hat er irgendwas, was ich brauche? Nicht wirklich. Nee. Nee, lassen wir es erstmal. Aber interessant auf jeden Fall. Das schon. Kugeln gehe ich offscreen kaufen. Das ist so langweilig. Und warum habe ich so viele von diesen Noobies? Hau ab. Fehlt mir alles leider. Ja, komm mal ins Team, was soll's. Und... Ich hab auch keinen Frosty. Aber den Waldematsch! Nein. Brauchen wir auch nicht. Bacon. Geiler Name, aber nee, Mann. Runhild. Oh, nicht schlecht. Hut ab. Und Specky. Und Safti. Und Gabriel. Oh, Mann. Ja, seht ihr, jetzt ist schon gleich ist zu schwach für uns, weil wir so lange nicht mehr beim Gletscher-Ding waren. Na gut, Freunde. Schauen wir mal, wie es sich ja ergibt, wie es ja alles weitergeht. Und in der nächsten Folge haben wir dann... Was mache ich gleich aufs Gehen? In der nächsten Folge haben wir dann viel Spaß, wenn ich dann wahrscheinlich ins Hitzegrad gehe. Aber mal schauen. Hey.